Hallo, 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 guten Abend, paar Fünfe, aber schon irgendwie Abend. Ich fuchtel hier noch rum. Ich hoffe, dass alles gut zu sehen ist, dass ich zu hören bin. So, hier ist wieder eure Iris Riedel von Unique by Iris und wir gehen heute weg, esse einfach so ohne irgendeinen Grund und dazu schminke ich mich jetzt. So, habe ich schon gesagt. Ich bin Iris Riedel von Unique by Iris. So. Weil ja das Sprüh-Make-up mein Lieblings-Make-up ist, zeige ich euch heute kein anderes. Ich weiß, ich habe das am Mittwoch erst gezeigt, aber ist einfach mein Lieblings-Make-up. Und deswegen. Also, das ist heute kein Lernvideo, sondern einfach ein Video, wie Iris sich fertig macht. So. Wir nehmen Primer. Wisst ja, schützt die Haut vor Make-up, schützt das Make-up vor der Haut, wenn man viel schwitzt oder so. Ich habe übrigens, also so ein Primer reicht mir ein Jahr. Habe ich echt, also es reicht ewig. Ich glaube nämlich auch hier habe ich zu viel. Zählt auch zu den Anti-Aging-Produkten. So, lass mal einwirken, ganz wichtig. Könnt ihr auch im Monatsangebot kriegen, so ein Primer. Ist dabei Primer, Pinsel und Primer, Pinsel, Foundation. Oh Mann, ey. Etwas aufgeregt, solange wie der Primer einwirkt. 5 Minuten lasse ich den einwirken, werde ich meine Wimpern biegen. Genau, mal heute nehme ich die 4D, weil wir ja weggehen. Mache vielleicht sogar noch meine Augenbraue. Ein Full Face Make-up. Bei uns ist jetzt erst, also erst heute Nachmittag die Sonne rauskomme, war der ganze Tag trüb, nur 15 Grad. Weil ich hoffe, wir können dieses Jahr unseren Pool noch etwas nutzen. So, muss manchmal hier auch in meinen Spiegel gucken. Ich mich nicht ins Auge fahre oder irgendwas einklemmen, das will ja niemand. So. Bisschen früh zum Weggehen, wir haben den Tisch, also wir gehen essen, haben den Tisch erst auf 7 Uhr bestellt, aber weil ich immer um 5 mein Video mache oder seit neuestem, habe ich natürlich gedacht, schminke ich mich jetzt schon. Ist ja auch egal. Hält ja bis dann. So. Noch ein paar Minuten. So lang kann ich euch was erzählen. Also, wir nehmen die Sprühfoundation, trage ich auf mit dem Kabuki-Pinsel. Rouge lege ich mir zurecht. Was alles da ist. Ein Rosé-Ton. Das ist nämlich mein liebes Sisterly. Muss man gucken, das ist das, genau. So. Rouge soll wieder in werden, weil mir war es noch nie out. So Rouge kriegt ihr übrigens auch im Starter-Kit in der Beauty-Box. So. Okay, Sprüh-Make-up ist natürlich bei diesem Wetter. Seht ihr da so Lücke in der Augenbraue? Sie nachher schön bürsten. Sprüh-Make-up nennt sich auch Sprüh-Make-up, weil es einfach so leicht ist auf der Haut. Und alle Produkte habe ich neulich beim Weiterbildungsvideo gesehen. Alle Produkte, wo Touch drauf steht, also alle Foundation-Produkte. Das Touch heißt, du kannst dir ins Gesicht fassen und es färbt nicht ab. So. Okay, Primer. Das muss noch ein bisschen. So lange erzähle ich euch was. Hallo Kerstin. Hallo. So lange. Dann nehmen wir heute das Sprüh-Make-up. Ich mache mich einfach fertig zum Ausgehen. Etwas früh, aber besser als zu spät. So, ich lasse gerade Primer einwirken. Etwas. Habe ein paar Dinge erzählt von Make-up. Das Sprüh-Make-up ist mein absolutes Lieblings-Make-up. So. Primer hat jetzt eingewirkt.
Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn man es nach 30 Sekunden verteilt hat, weil es ist sowieso ein Airbrush-Finish. So mache ich das auch und tue dann lieber nochmal nach. Ich muss noch ab und zu in meinen Spiegel gucken. Ich bin noch nicht so geübt am Handy, ins Handy zum Gucken. Also das ist total stark deckend, ist aber nicht, wie heißt es, komedogen. Also es verstopft keine Poren und fühlt sich wirklich total leicht auf der Haut an. Schön auch am Hals. Auch wenn ihr Make-up ausprobiert, nicht am Innenarm oder was da manchmal steht, sondern echt an der Wange ausprobiere. So. Und lieber ein bisschen heller wie zu dunkel. Also zu dunkel fällt gleich auf. So. Machen wir Rouge. Ich möchte halt also mich nicht so sehr voll schminke, aber schon schön, meine Sisterli. Lächeln beim Auftrage. Die Produkte sind sehr hoch pigmentiert. Ihr braucht wirklich nicht viel. So, Augenprimer. Lidschatten, da habe ich rausgesucht. Gentle, fast leer, mein Lieblingslidschatten, sieht man. Und Nimble, das ist auch so ein Allround-Ton, matt, braun. Passt zu meiner Augenfarbe, auch zu meiner Bluse heute. Augenprimer ist auch ewig haltbar und wirklich nicht viel nehme, weil es reicht wirklich so. Und ich mache das auch hier bis unter die Augenbraue, weil man ja dann später auch den Highlighter aufträgt. So. Wimpern haben wir schon Bogen. Also machen wir den Lidschatten. Das Gentle ist ein schimmernder Ton. Den trage ich auf ein bewegliches Lid auf und mit diesem Nimble. Das Gentle hat auch so ganz leichte Roségoldtönung, was ich sehr cool finde. Auch wenig Produkt, ist hochpigmentiert. Also Schlupflider, wie ich habe, also ich habe es vom Alter, es ist immer wichtig, oder ich mache das auch gern, dass der hellere Ton auf ein bewegliches Lid ist und gern auch so ein Schimmerton. Also ich finde, mein Auge wirkt durch so einen Schimmerton größer, wie wenn ich alles matt. Vielleicht ist es auch nur mein Geschmack, aber finde einfach, wirkt lebendiger. Ich will nicht sagen, dass man mit über 50 tot wirkt, aber nein, Spaß. So. Einfach nur ein bisschen eintippe. So. So. Jetzt nehme ich den dunkleren Ton und mache die sogenannte Banane, heißt es. Oh, jetzt muss ich mal gucken, ob mein. Dann nehme ich so einen Pinsel. Wird später alles verblendet. Das ist wichtig bei Schlupflider, dass praktisch diese Lidfalte imitiert wird. Oder sagt man nach, zeichnet die ja nicht mehr dummerweise an der Stelle ist. So. Wie hier so ein V. Ich bin ja Brillenträger. Deswegen darf das ruhig kräftiger ausfallen, weil das hinter der Brille gar nicht mehr auffällt. Es mag jetzt aussehen wie, oh Gott, was schminkt die hier? Seht ihr, jetzt sieht man das, auch wenn das Auge normal ist, sieht man das wie so eine Art Banane. Natürlich muss man gucken, dass das auch symmetrisch ist.
symmetrisch und gleich. Ich gucke immer, dass das ein bisschen so nach oben geht, weil das dann die Auge, das Äußere, das hebt mehr. Wenn das Auge so nach unten guckt, sieht man einfach trauriger aus. Hallo Dirk, mein Schatz. Mein Mann guckt auch zu. Hier mache ich das jetzt auch. Dieses V. Es begeistert mich auch immer so viel, seit ich bei Unique bin, was ich alles gelernt habe. Ich wusste vorher nicht, was ist ein Primer, was Highlighter, hoch. So. Und keine Angst, wenn irgendwas schief geht, man kann alles beheben, immer aufbauend. Schminke ich mich gern eher mit weniger anfange und dann mit mehr aufbaue. So, nehmen wir mal diesen Verblendungspinsel. Kommt natürlich auch mit leichtem Druck, wenn er ihn hinten fasst, mehr Druck, wenn er ihn vorne fasst. Ich nehme den Mittelweg. Einfach mit kreisenden Bewegungen schön verblenden. Wenn ich dann merke, irgendwie, das ist nicht so, dann kann ich jetzt immer noch aufbauen, ja. Nachzeichnen. So. Ich mag dieses Rosé. Einfach so Roségold, Roségoldschmuck. So finde ich cool. Und ist im Trend. So. Bluse habe ich letztes Jahr angehabt beim meinem Sohn an der Konfirmation. Nächste Tag ist mein Vater gestorben. Ja, es war unschön. So. Bessere das einfach aus. So. Kajalstift, weißer Kajal, um das Auge zu öffnen. Den mache ich oft Wasserlinie nur. Dankeschön. Lass die Herzen fliegen. Das klappt ja schon mal gut am Handy. So. Ja, sieht man, ich gucke hier in den Spiegel, weil der vergrößert mehr. Das ist wie so eine Linie. Viele von den Dingen, die ich täglich benutze, sind auch in unserer Starter-Kit Beauty Box. So, wenn du Interesse hast, wirklich ganz tolle Kosmetik. 107 €, 15 Produkte mit Pinsel, alle mal so ganz toll. Melde dich einfach bei mir. So, die Wimpern haben wir schon hochbogen. Heute muss natürlich das volle Programm mit den Wimpern. Natürlich auch Primer. Wimpernprimer, der die Wimpern pflegt und ihnen Länge schenkt. So. Noch mehr Hirn hingucke. Die untere, da mache ich das auch. Am Freitag.
weiß noch gar nicht, gut, die Bluse, ob ich da einen Rock dazu anziehe oder eine Hose. Ja, mal sehen. Seht ihr, die untere sieht ja auch gleich viel länger aus, wenn man das macht. So, und während dieses ein muss trocknen. Also Primer fürs Gesicht, für Auge und so muss einziehen. Für das Auge brauchen wir natürlich nicht warten, weil das ja eine minimale Menge ist. So. Machen wir dann auch mit dem Wimpernkamm, aber jetzt machen wir zuerst mal Highlighter. Hier wäre das gut mit diesem Pinsel, falscher Lidschatten. Ich hoffe, das geht so. Ich glaube, ich nehme doch den anderen Pinsel. I. My Gentle austausche. So, unter den Brauen. Also, das finde ich auch so toll. Diesen Gentle kann man auch super als Highlighter einsetzen. Braucht man kein extra Produkt. Seht ihr, dieses Auge sieht doch irgendwie durch den Highlighter sehr viel weiter geöffnet aus wie dieses. Vorsichtig. So, ein noch hier so ein Bing. Wird alles hinterher verblendet. Ich sage nochmal, ich glaube, dass ich nicht so richtig ankomme. So. Mit einem sauberen Puderpinsel verblende ich das mit dem Rouge. Meine Nase glänzt arg, oder? Ja. Ab. So, also Wimpern sind geprimed. Ich kämme die durch, weil ich will halt ein tolles Ergebnis. Und ich werde heute die Twisted und die 4D mische. Will ausprobieren, wie das aussieht, wenn die Twisted praktisch die Unterlage ist, weil die Twisted Mascara trennt die Wimpern so schön. Fangen wir nämlich an, das ist nämlich, liegt auch an dieser Bürste. Die tut ganz toll die Wimpern separieren. So, und die mache ich praktisch drüber, mache ich jetzt die 4D. Das sind die Tipps und Tricks. Und die Twisted hat ja zwei Bürste. Ich mache jetzt erst mal mit der großen. Und dann die kleine für die kleine Wimpern, für die untere, diesen Wimpernkranz. Dieser Mascara, also ist auch im Starter-Kit drin. Also schon wenn ich denke, das Starter-Kit kostet 107 Euro. Und wenn ich schon, die kostet 29, die 4D kostet 31,50. Also, und dann ist, glaube ich, noch eine normale Epic drin. 1000 Produkte, also super, echt. Quasi wie wenn ihr zwei Produkte zahlen würdet, zum Beispiel da ist Beauty Serum drin, was ich auch sehr schätze.
Also, das ist schon die zwei Produkte wert, aber es sind 15 drin. Guck mal in meine Posts, ich zeige immer, was drin ist, weil ich, bei mir war es ja auch so. Ich wollte zuerst, war ich total scharf auf die Produkte. So. Und erst dann habe ich mich entschlossen zu verkaufen. So. Das war jetzt getestet. Fliegt alles runter. Ich tauche geschwind ab. Ups. So. Weiß gar nicht, habe ich euch die Sprühfoundation am Mittwoch gezeigt oder war das in meiner Gruppe? Schön durchkämmen, auch unten. Da sieht man noch ein bisschen der weiße Primer. Ich glaube, ich werde heute sogar die Augenbraue machen. Also ihr kriegt heute alles. So. 4D. Hallo Lisa. Langsam aufmachen. So, dann sind am wenigsten Klümpchen dran. Ansätze, Zickzack und hochdrehen. Seht ihr das? Lasse ich immer jede Schicht trocknen. Vorsichtig. So, das ist mein nicht so tolles Auge. Ich muss leider in den Spiegel gucken, sonst verschmier ich mich, wenn das nur am Handy macht. Ja, ist Alter. Also, wie gesagt, ich mache da die verschiedene Schichten, lasse sie aber zwischendurch trocknen. Dann kämme ich sie aus und mache die nächste Schicht. Wenn du sie nämlich nicht auskämmst, dann sieht es, die Wimpern kleben aneinander, dann sieht es ungepflegt, finde ich das, wenn man so Spinnebeine oder wie sagt man da, so die Gestörksel, 20 Wimpern zu einer. So. So. Okay, ich tunke die nicht wieder ein. Es reicht, was drauf ist. Also, ich habe begonnen mit der Twisted Mascara und jetzt kommen die 4D. Wenn man weg will, muss man auch was darstellen. Nein, war Spaß. So. Okay, zweite Runde. Zickzack. Also, ich habe ganz viel schon von dieser Mascara verkauft und am Anfang habe ich gedacht, oh, hoffentlich kommen die Leute mit zurecht, kein Problem. Also ich schicke natürlich, wenn die verkaufe, Anwendungsvideo mit, aber eigentlich. Und ich habe gelesen, das wäre die total ideale Auftragsmöglichkeit auch für andere Mascaren, sagt man das so. So. Einfach abrolle, das ist einfach wichtig, dass ich die Fasern gut mit den Wimpern verbinde. So, hier auch. Ist übrigens leider nicht wasserfest, geht ich für die. Sage ich gern dazu, damit keine Missverständnisse aufkommen. So. Wimpernkämme finde ich auch, wie gesagt, wichtig. Seht ihr, da bleibt ganz schön viel Klumpenhänge. So. Zwischendurch mache ich das einfach in so einem Frottee-Tuch weg. So, hier auch. So, jetzt kommt die letzte Schicht.
Dann nehme ich nur die Spitze. Zack, zack, wiegel, wiegel. Und mach während dem Dreh das Auge zu. Klingt bescheuert, aber funktioniert, habe ich von einer anderen amerikanischen Präsenterin. Das finde ich auch das Tolle bei Unique. Jede Frau hilft jeder, wir nennen uns Y-Sisters. Der Zusammenhalt ist unglaublich. Und man kommt auch nur im Team weiter. Deswegen suche ich auch immer wieder Frauen für mein Team. Ich möchte dieses Jahr noch eine Promotion machen, weiterkommen. Und da möchte ich mir ein Team aufbauen. Also, wenn du Lust hast, das Gleiche zu machen wie ich, wenn nach 3 Stunden deine Kohle auf dem Konto haben willst, melde dich. So, jetzt habe ich das vergessen, mit dem Auge zu machen. Ey. Dieses ist hier nicht so gut. Dieses Auge sieht immer nicht so gut aus wie das. Also nicht. Und ich wollte mir heute auch noch die Augenbrauen machen. Das ist auch ein Trend 2020. Breitere Augenbrauen. Ich glaube, Boyfriend Eyebrow oder irgendwie so heißt es. Machen wir doch mal mit dem Kämmchen durch. Ich habe so lange Augenbrauenhaare, deswegen mache ich das auch gern und fixiere die dann. Da ist so Gel dabei, dann fliege die nicht so rum. Macht da gar nicht viel. Nur ein bisschen so mit Braun nachstricheln. Das stört mich halt. Andere fällt es gar nicht auf wahrscheinlich, aber wenn man das selber sieht. Nicht zu arg. Einfach mit kleinen Striche. Dann sieht es natürlich aus, seht ihr, so einfach schon rumstricheln. So, wir haben auch so einen Augenbrauenstift natürlich, der lässiger ist, oder ich mache es lieber mit Puder für unterwegs, kann man ja den Stift nehmen. Ich schmiere mir immer jetzt dreimal in der Woche unser Wimpernserum auf die Augenbraue und ich glaube tatsächlich, so, die sehen ja schon ziemlich dick aus und deswegen nehme ich da auch das Gel dann, flattern die nicht rum, nein, dann sind, ist das fixiert. So. Und sind dann nämlich gleich am Ende. Lippe noch. Und Lippe habe ich eigentlich gedacht, nehme ich heute Gentle. Wisst ihr ja, mein absoluter Lieblings. Hier ist ein Knick, oder? Alles kein Problem. Auch mal nicht erschrecke, kann man alles ausbessern. Weg. So. Okay. Die Lücke fülle ich noch ein bisschen auf. So. Dann weg. Jetzt gucken wir mal, wo ist mein Lippenstift. Dann ganz wichtig natürlich, dass ich das fixiere. Sonst weiß ich auch nicht, Stella oder Sattel. Soft-hearted. Kann natürlich sein, jetzt habe ich den Sattel wieder irgendwo hingelegt. Egal, machen wir einfach. Soft-hearted ist auch gut. Smarky. So.
könnte man denn eigentlich diesen Stellar nehmen, so. Passt auch sehr gut. Da mache ich jetzt eine Linie aber drumherum. Und ich glaube, hier muss ich doch der Highlighter ein bisschen verblenden. Vorhin habe ich mein Handy am Ladegerät gehabt. Wollte wegmachen, Video machen, nicht aufgeladen, war die Steckdosenleiste nicht angeschaltet. Jetzt habe ich es halt hier mit Ladekabel so. Splash. Eis der Lippenstift. Ich glaube sogar, der passt besser. So. Jetzt wird es noch fixiert mit Setting Spray. Ich habe da eins zweimal limitiert. Das ist auch so Roségold. Und das nehme ich jetzt. So, Auge zu. Und das hält euch einfach bombenfest. Das sieht jetzt aus, oh, es verschmiert alles. Nein. Oh, meine Haare muss ich aber nochmal nachher föhnen. Oder kämmen. So, meine Lieben, das war's mal wieder am Freitag. Das war eure Unique, eure Iris Riedel von Unique by Iris. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Freitag. Danke fürs Zugucken. Tschüss, schönes Wochenende.